Let me tell you the story that I never believed it would really happen. The values of society, have they ever been real or self-determined? Wenn eine ganze Gesellschaft, also Politik, Prominenz und Medien, unisono auf eine Gruppe einprügeln mit den schlimmsten Schimpfworten und mit einer martialischen Rhetorik von Zuckerbrot und Peitsche und Ausgrenzung und Bekloppte und so weiter und so fort, und gleichzeitig diese Gruppe per Dekret vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wird und nirgendwo mehr hingehen darf, und dann würde ich sagen, das ist ein Problem. Da kann man sich die historischen Referenzen sogar sparen. Das wäre auch dann ein Problem, wenn es nie irgendwo Faschismus gegeben hätte. Ich finde, das widerspricht den Grundwerten unserer Gesellschaft. Punkt, aus, Ende. Jetzt kommt hinzu, dass man historische Beispiele hat, wo leider Gottes auch Gruppen ausgegrenzt worden sind. Da kann man sagen, ja, können sich ja alle impfen lassen. Ja gut, das konnte man unter der Nazi, du musst ja kein Sozialist sein, du kannst ja Nazi werden, dann bist du fein raus. Faschismus hat jetzt ja nicht mit Krieg und Vernichtungslagern angefangen, er hat damit geendet. Es hat damit angefangen, dass Andersdenkende ausgegrenzt und markiert und zum Abschluss freigegeben wurden. Und das sollte einem eben zusätzlich zu denken geben. Stand up and shout. Raise your fist and yell. Stand tall and fight.